So, heute im Rahmen der Hallen-Landesmeisterschaft in der Alpenstraße kommen wir nun zum dritten Neuzugang. Das ist Raphael Reifelshammer. Er wechselt von Neumarkt zu Austria und Violett TV stellt ihn euch jetzt vor. Hallo, grüß euch. Ich bin der Raphael Reifelshammer. Bin heute 23 Jahre alt geworden und meine Positionen sind Mittelfeld oder Innenverteidigung. Raphael, jetzt habe ich gerade gehört, du hast einen Geburtstag, wirst 23 Jahre, alles Gute. Das Geburtstagsgeschenk, sprich zumindest Finale in der Hallen-Landesmeisterschaft, ist nicht ganz ausgegangen. Ein unglückliches, sage ich mal, 1:3 gegen Grödig. Was sagst du zum Turnierverlauf? Ja, erstens einmal danke für die Glückwünsche. Und ja, ich hätte mir natürlich auch das gewünscht und auch der Mannschaft, dass wir dann ins Finale kommen. Wir hätten es einfach verdient gehabt. Wir haben das Spiel bestimmt, sind dann durch zwei blaue Karten, durch zwei Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter benachteiligt worden. Und haben dann da zweimal in Unterzahl die zwei Gegentore gekriegt, haben die Chancen im ganzen Turnierverlauf sehr, sehr unglücklich nicht genutzt, aber es war trotzdem das Finale drinnen, okay, ist abgehakt, ist nur Halle und jetzt schauen wir schon wieder nach vorne und holen uns den dritten Platz. Du sprichst es an, ist nur Halle, das Hauptziel ist natürlich Meistertitel und Aufstieg in die Westliga. Du kommst von Westligist Neumarkt, warst doch bei Grödig im Gespräch. Was war schlussendlich ausschlaggebend, dass du zur Austria gekommen bist? Ja, also ist die Austria, der Herr Stöger und auch der Trainer, der Herr Emich, die haben sich sehr bemüht, das waren sehr, sehr gute Gespräche. Das ganze Umfeld, die Tradition, also auch wenn man durch die Stadt geht, überall sieht man Austria Salzburg, Wimpeln in die Autos, Fahnen und bin früher schon als kleiner Bub im Hanapi-Stadion, im Happelstadion mit der Austria Salzburg-Fahne gewesen, wie sie Europacup gespielt haben. Und ich habe auch das Angebot von Grödig gehabt, habe mich auch mit denen getroffen, aber es war im Endeffekt, hat mir auch jeder empfohlen, zur Austria zu gehen und ich habe das dann einfach noch. Ja, lange Überlegung war das dann einfach eine Bauchentscheidung und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da bin. Du bist eben seit zwei Wochen da, hast schon zwei Testspiele draußen auf dem Kunstrasen in Rief absolviert. Deine ersten Eindrücke von der Mannschaft? Ja, also die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ja, die Eindrücke sind eigentlich durchwegs nur positiv. Also wir haben super Trainingsbedingungen in Rief, haben jetzt zweimal gespielt. Gestern ein sehr, sehr gutes Ergebnis gegen Wackerburghausen. Das Ergebnis vielleicht nicht so gut, aber... Ja, in der Vorbereitung soll halt einfach immer die Leistung im Vordergrund stehen. Wir haben auch hart trainiert und werden auch noch weiter hart trainieren und da kann es sicher mal sein, dass wir ein, zwei Spiele einfach mehr die Fierce haben und dass halt dann die Ergebnisse nicht stimmen. Aber wichtig ist, am 13. Spieltag gegen Straßwalchen, dass wir da die nötigen Punkte einfahren. Du hast ja bei Kapfenberg, zweite österreichische Bundesliga, gespielt. Wie weit glaubst du, kannst du der Mannschaft mit der Erfahrung, die du zwei Klassen über der jetzigen Spielklasse gesammelt hast, weiterhelfen? Ja, also es war eine schöne Zeit in Kapfenberg. Wir sind dann aufgestiegen auch in die Bundesliga und ich probiere einfach, dass ich mein Bestes gebe, so wie die Mannschaft das einfach braucht, dass ich das einbringe in die Mannschaft. Und es sind so viele gute Fußballer in jeder Liga und auch bei uns in der Mannschaft. Es ist jetzt kein riesengroßer Unterschied nicht. Ich sage einfach, wir sind mit der Mannschaft, mit den Fans gemeinsam im ganzen Umfeld, sind wir stärker wie sehr, sehr viele Rezaklegisten und das werden sie noch alle zu spüren bekommen. Rezaklegisten, also wie schaut es bei Adeklegisten aus? Also habe ich gemeint, Adeklegisten, aber Adek steigt ja aus. Wird es ein bisschen schwierig, dann, sich das zu merken, alles klar. Einfach zweite Liga. Genau, deine persönlichen Ziele mit der Austria jetzt fürs Frühjahr? Ja, mal ganz klar, also der Meistertitel gemeinsam, dass wir den erreichen und dann, dass wir uns im Sommer sehr, sehr gut vorbereiten für die Westliga. Das wird jetzt, sage ich mal, das erste Jahr, wo wir wirklich sehr, sehr gefordert sind alle. Also mir wird da nicht bange oder Angst, wenn ich unsere Mannschaft jetzt sehe, dann kann ich jetzt schon sagen, dass wir sicher eine gute Rolle auch in der Westliga spielen würden und dann so schnell wie möglich aufhören in die zweite Liga und dann ist alles möglich. Aber vorher heißt natürlich Hausaufgaben machen und das bedeutet Meister in der Landesliga zu werden aktuell. Genau, das habe ich gesagt, also vorrangig Ziel Meister, erste Landesliga, deswegen bereiten wir uns jetzt auch sehr, sehr intensiv auf das vor. Und dann im Sommer haben wir ja dann auch wieder Vorbereitungszeit und dann werden wir in die Westliga gehen. Von dem bin ich überzeugt. Das hoffen wir alle. Raphael, alles Gute für dich und für dich bei der Austria. Danke, viel Erfolg.